Was zieht man insgesamt aus 450, 81 plus Food Birthday Player Picks? Wir haben das Experiment gemacht. Let's go. Das Video wird von OneFootball unterstützt. Link in der Videobeschreibung. Check es ab. Let's go. An dies war das der Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Best of unseres Streams. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganze Resonanz gestern bei dem Video. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass viele auch gesagt haben, dass sie die Pack-Openings bzw. die Best-Ofs aus dem Stream extrem, extrem feiern. Ganz, ganz viel Liebe geht da raus. Natürlich wird es auch andere Sachen geben. SBBs sind geplant und so weiter. Und wie gesagt, auch heute nochmal, schreibt gerne eure Wünsche unten in die Kommentare. Heute haben wir aus dem Stream von vorgestern nochmal 450 Player-Picks gemacht. Ich sag's mal so, um das zusammenzufassen, ne? 450 Player-Picks, 72 Walkouts, ungefähr alle 6,3 Upgrade-Packs haben wir da im Walkout gezogen. Schaut euch gerne die Walkouts an. Hat sich das Ganze gelohnt? Sagt ihr euch, die 81-Plus-Packs sind bei euch genauso OP oder sie sind leider Gottes viel, viel schlechter? Schreibt das gerne rein und nicht wundern, ich werde öfters mal sagen, oh, das ist dein erster Walkout etc. Denn wir haben unfassbar viele Leute natürlich auch dran gehabt, die mal 5 Player-Picks hatten, mal 10, mal 20, aber auch welche, die 50 hatten. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und falls du Bock hast, bei mir die Player-Picks zu öffnen, check Twitch ab. Ich würde mich riesig freuen. Kuss geht raus, auch heute Abend wieder. Watch Party mit Harry Potter Teil 2. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Link dazu in der Videobeschreibung. Let's go. Oh, Luri, erster Walkout. Big, GG. Die sind so schön, die Dinger, ne? Die sind so geil, diese Packs. Ich sag's euch so, wie das ist. Die sind so unfassbar sexy. Ja, das geht in Ordnung, das geht in Ordnung. Oh, Ederson. Da haben wir den ersten Walkout schon wieder bei ihm. Sehr, sehr gut. Wichtig, wichtig. Und danach noch ein Süle. Komm schon. Oh, und Neuer, okay. Ah, die sind so OP, diese Player-Picks, ne? Die sind so OP, Chat, das ist Wahnsinn. Abfahrt, Jungs, so muss es sein. So muss es sein. Oh, erster. Food Birthday Spieler Number One, Zambia. Ist nicht der teuerste. Kostet, glaube ich, knapp 80, 90k, aber Food Birthday ist Food Birthday. Und dafür machen wir ja die Player-Picks. Sehr nice. GG. Sehr geil. Oh, direkt erster mit Busquets. Das war's komplett, Chat. Come on. Er zieht ihn schon wieder, Chat. Das ist nicht ernst. Er hat, und das ist so krank. Philipp, es ist so krank. Philipp hat ihn schon mal bei uns gezogen aus den Player Picks. Er hat ihn halt schon mal gezogen und jetzt zieht er nochmal Neymar. Was? Wie krank ist das denn? Smexy Zauberhand. Ach du Heilige. Das kannst du keinem erzählen. Ja, oh, zwei Walkouts sogar in einem. Zwei Walkouts in einem. Casemiro ist am Start. Kommt gleich direkt back-to-back. Das war ein gutes Zeichen gerade. Ich hab's gecallt. Bernardo Silva. Sehr nice. Jetzt kommt aber leider nur ein 82er. Oh, Modric, big. Erster Walkout. Und jetzt haben wir drei nochmal von den Spielern bei 81 bis 87. Da bin ich ja auch sehr gespannt. Die sind zwar günstiger, ob sie jetzt mehr gönnen, ist halt auch wieder die andere Sache, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Food Birthday Spieler du daraus ziehen kannst. Aber finde ich gut, dass es die jetzt auch als Spielerwahl gibt. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. Ja, wenigstens Ricardo Pereira. Oh, erster Info-Walkout, Leibold vom HSV. Nimm mal mit. Zumindest noch einer nach 15 Player-Picks. Ein Walkout ist halt trotzdem sehr, sehr mau. Leider Gottes sehr, sehr mau, Rubinho. Sehr, sehr mau. Der hier einfach aktiv ist, zuschaut, einfach gute Laune verbreitet. Oh, Pogba, let's go. Erster Walkout. Sehr nice. Komm mal, 7 Player-Picks wieder. Erster Pick, Fabinho 87. Ich glaube, da haben wir hier einen kleinen EA-Account am Start. Wird das der erste richtig große EA-Account? Komm, Karim. Es ist der EA-Account, Chat. Es ist der EA-Account. Back-to-back Champions League Walkout. Wir haben ihn gefunden, den ersten EA-Account. Pogba Nummer 3. 3 Walkouts aus 4. Herzlich willkommen. Ich will an deiner Stelle heute alles investieren in Player Picks. Du bist heute mit denen so. Du bist heute definitiv mit denen so.
Ich würde behalten noch, Heno. Ich würde noch behalten. Habe ich irgendwie das Gefühl. Erster Walkout Handanovic. Let's go. Rein da. Son. Sehr gut, Son. Ja. Starke Player-Picks bis jetzt auf jeden Fall. Nach dem Pack kannst du eigentlich den Stream beenden. Ist so. Oh, wir haben wieder 15 Player-Picks. 15 Player-Picks und wir gehen rein direkt mit Gnabry in Form. Direkt erstmal den 87er Lachs angeworfen da. Ganz stark, ganz stark. Oh, na was? Na was? Die Maria, Walkout Nummer 3 aus 15. 3, 2, 1. Erster richtig guter Player-Pick mit Oblak da. 91er Rating, ganz, ganz wichtiges Ding. Ganz wichtiges Ding. Und nur ein Walkout aus 20. Big L, Jungs. Das ist leider Gottes Big L. Ja, erster Walkout mit Silver. Das ist okay. Gerade für 5 Picks ist es halt wichtig, dass du halt wenigstens einen Walkout rausziehst. Dann wird es genau passen. Oh, Marquinhos in Form. Das ist gut. Das waren 5 richtig gute Picks. GG. GG, mein Lieber. Der erste Walkout endlich mit Sommer nach 10 Player-Picks, ey. Auch das, leider Gottes, keine gute Runde. Keine gute Runde, was das angeht. Vielleicht sehen wir noch den Back-to-Back und du bist zufrieden, ne? Aber das wird's leider nicht. Schade. Abfahrt, come on. 37 Player-Picks. Ich bin so gespannt, was wir draus ziehen werden, ne? Bin so gespannt. Come on, Johnny, hau was raus. Erster Walkout wichtig, Sommer. Gut so. Weitermachen, Johnny. Come on, push dich. Er ist komplett gebrochen. Komplett gebrochen. Hart. Wenn du einen Walkout nur hast. Oh Mann, ey, das tut mir richtig leid. Ja, er öffnet es einfach, Jungs, er öffnet es einfach. Oh, Big Chat. Erster Walkout bei ihm wird direkt der 90er Van Dijk. Holy moly, das ist richtig, richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Und direkt Back-to-Back noch Alba. Ja, ihr Account wird langsam warm, würde ich sagen. Alex, du kannst gerne den Link reinschicken, aber ich weiß halt nicht, ob du noch drankommst, wollte ich sagen. Ne? Erster Food Birthday-Spieler bei ihm. 85er, zwar der schlechteste geratedste, aber Food Birthday ist Food Birthday. Und das ist wichtig, Jungs. Und das ist wichtig, Jungs. Mittlerweile 5. Walkout, ne? Das ist gut, das ist gut. Oh, und direkt den 2. Food Birthday-Spieler mit Simon noch. Also, EA-Account ist bei ihm auf jeden Fall vorhanden. Big. Das ist richtig big, Alter. Das ist richtig, richtig big. Komm schon. Direkt schon wieder Simon. Jetzt kommen die Food Birthday-Spieler, Jungs. Jetzt kommen sie langsam, aber sicher. Stark. GG. Erster Walkout mit David de Rea. Let's go. Oh, Szczęsny. Nächster Walkout, wieder ein Torhüter. Nummer 2 bis jetzt. Bonu, erster Walkout. Info-Walkout nimmt man mit. Wichtig für Icon-SBCs. Boah, sind die scheiße, Fabi. Sind die scheiße bei dir. Ach, du Heilige. Ich hab nichts gesagt. GG zu Simon. Die Food Birthday-Spieler werden langsam warm, ey. Sehr, sehr nice. Big, mein Lieber, big. Müller, erster Walkout für ihn. Wenigstens einer, das ist schon mal wichtig. Er zieht Kanté und wir sehen es nicht. Er hat Kanté gezogen, aber es hat geleckt. Das war's komplett, Chat. Piqué, number one bei 50 Player Picks, erster Walkout. Ich will ja mindestens 10 sehen. 10 Stück will ich hier mindestens sehen. Dings machen. Özil Review muss ich auch noch machen. Let's go. 2. Walkout mit Bernardo Silva. Wichtig. Oh, Ramos. Let's go. Sehr, sehr nice. GG. Ramos ist gut. Ah, Roberts nochmal wenigstens mit dem 4. Walkout. Immerhin. Bonu, ist okay, nächster Walkout, weil er in Form Walkout. Groß, okay, jetzt kommen die Walkouts nochmal. Jetzt kommen die Walkouts nochmal, Nummer 7 oder 6.
Arctic Noah heute nicht mehr. Morgen gerne wieder. Morgen gerne wieder. Wir haben schon genug, Leute. Oh, erster Walkout direkt mit André Silva reinstarten im ersten Player. Big gut. Sehr gut, sehr gut. Kane, let's go. Wichtig, 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 wichtig. Kane, big, big. So, nochmal 10, Jungs. Nochmal 10. Nochmal 10 und der erste wird direkt Handanovic. Stark, stark. Weitermachen. André Silva, sehr gut für Icon SBCs. Er zieht ihn doppelt, oh mein Gott, was? Hä? Warum? Warum? Und Zambia nochmal. Das waren starke 10 Picks. Das waren richtig, richtig starke 10 Picks, Jungs. Holy moly, GG, GG. Dann gucken wir kurz rein. Er öffnet schon. Ich wusste es, ey. Ich wusste es, dass es das erste schon mal gab. Modric, let's go. Nach Chiellini sein zweiter nochmal. Sehr gut. Aber vom Rating her geht es halt echt fit, was er zieht. Ederson Nummer 3. Also, die Player Picks waren jetzt im Gegensatz zu seinen ersten 37 viel, viel stärker, muss man wirklich sagen. Weil er zieht halt echt gutes Rating. Fast alles über 84. Was halt echt stark ist.